Da bin ich mal gespannt, was für Arschlöcher mir gratulieren. Wir haben alle verloren. Wer hätte vor 5 Jahren gedacht, dass Mickey Beisenherz einen derartigen Gewaltmarsch durch die Medieninstitutionen antritt und immer noch Zeit findet für MML, dass der Lukas Vogelsang immer noch trotz aller Kommerzialisierung seinem Sport treu bleibt und dass Mike Nöcker überhaupt noch am Leben ist. Niemand hat so überrascht uns alle am meisten. Vielen Dank für die liebevolle Kooperation. Ich mag den Heiko Westermann. Das ist eine sehr lange Zeit. Ich bin seit dem 3. Jahr, glaube ich, dabei, Jungs. Und seither lässt es mich nicht mehr los. Mich hat das MML-Fieber befallen. Und dass ich jetzt tatsächlich auch ein kleiner Teil von euch sein darf, von dieser tollen MML-Familie, das macht mich sehr stolz. Gibt es eigentlich irgendeine Frau, die toller ist als Lena Kassel? Da müssen sich viele wirklich mächtig anstrengen. Auf euch, auf Lena trinkt immer. Jahre voller Spaß, voller Bauchmuskelkater, weil man so viel gelacht hat. Und macht genauso weiter. Ich habe euch sehr lieb, euch drei. Lieber Mann, lieber Lukas, herzlichen Gott. Glückwunsch zum Geburtstag. Der Typ, der Martin Schulz erlegt hat. Den einzigen Fußball-Podcast, der zu Recht noch nie abgestiegen ist. Für mich ist es so, je seelenloser der Fußball wird, desto wichtiger werdet ihr. Und je windhorstiger der Fußball wird, desto gehaltvoller werdet ihr. Macht weiter so auf die nächsten 25 Jahre, euer Marc. Ach, ist das schön. Ja, also echt. Geil, toll. Als der Kumpel Lukas Vogelsang in die erfolgreiche Podcast-Unternehmer geworden ist, hat er keine Zeit mehr, mit mir Tischtennis zu spielen. Das ist nicht in Ordnung. Heute warte ich auch schon wieder über eine Stunde auf ihn. Aber muss er mit Karl Lauterbach Lukas spielen? Das ist heute auf jeden Fall eine ganz gute Ausrede, denn Fußball MML wird 5 Jahre. Ach, Henning, unglaublich, ey, in dieser schnelllebigen Medienzeit. Also wünsche ich Mickey, Mike und Lukas alles, alles Gute und auf weitere Fußball. Ach, wie schön. Euer Henning. Peace. Rising High, Alter. Was hab ich geschraubt und gesägt, bis dieser Raum hier endlich fertig für euch war? Fußball MML, ist das nicht so der BVB-Fan-Podcast? Ah. Ja, manchmal geht's auch um andere Vereine, aber ihr wisst selber, ne? Lukas, Mike und Frank Buschmann. Micky! Mensch, Beisenherz, dass du dir für den Podcast noch Zeit nehmen kannst. Ist doch geil. Das überrascht uns alle am meisten. Alles von der Apokalypse und Filterkaffee, Friendly Fire. Porsche-Schrauben mit Micky, besser aussehen mit Rollkragenpulli, Episode 507 war super, beige, mochte ich. Und Gag-Schreiben mit Mike Nöcker, das sind alles Podcasts, die ich wirklich höre, und Fußball-MML. 5 Jahre Fußball-MML, ihr seid quasi die Urgesteine des Podcasts. Aber trotzdem ist euer Podcast jetzt gerade im Vorschulalter, das will man erstmal nachmachen. So. Wie die Gags von Beisenherz. Alles Gute, aus Dortmund. Ach geil, ach, ein super Typ. Sehr gut. Lieber Mike, lieber Mike. Ah. 3 Worte-Podcast, jede Menge Humor. Da sieht die Sportfreundin still da, ne? Aber du sollst melden. Ach so, alles Gute. 5 Jahre, auf die nächsten 5, wir sind dabei, egal ob mit oder ohne guten Sprüchen. Lasst es krachen, ihr Legenden. Tschüss. Ihr Rabauken. Jetzt gibt es euren Podcast schon 5 Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Es ist natürlich faszinierend, aber irgendwie zugleich natürlich auch völlig verständlich mit so viel Fachkompetenz in einem Podcast. Also das Erste, was er heute Jahre gemacht hat an dem Tag, ne? Nicht ganz so viel saufen. 5 Jahre auch. MML? Oh, geil! Oh, wie lustig! Kai aus Südafrika. Als ihr angefangen habt, haben auf Schalke noch Leute gespielt wie Sidney Sam. Ist das lustig? Oder Franco Di Santo. So ein guter Typ. Mhm. Im Nachhinein wundert man sich, dass die nicht viel früher abgestiegen sind. Aber ich möchte nicht abschweifen, ich möchte euch gratulieren. Das ist unglaublich. Da war er auf der Affeninsel, ne? Ja. Und ihr habt ein eigenes Genre geschaffen, den lustigen Fußball-Podcast Meinung mit Lachers eben. Ach, ich geil, wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr noch 5 Jahre weitermacht, noch 15, ach, noch 50. Nee, wisst ihr was, macht einfach weiter. Bis die Santo trifft. Hi, Feldhaus. Geil, super einfach. Lieber Mike, lieber Lukas, lieber Micky Beisenherz. Sozi? Und Bayern-Fan. 5 Jahre Fußball-Sachverstand, den Mike und Lukas präsentieren und sie schleppen Micky Beisenherz. Ist das Sauerei. Diese Scheiße. Warum eigentlich? Ich hab doch gesagt, mal nicht. Guck mal, wie auch. Das ist ekelhaft. Ekelhaft. Klingbeil, du Natter. Nächstes Jahr wähle ich CSU. Schon wieder? Nein. Olli Wurm hat am meisten... Ich habe Corona und keine Stimme. Ach, du Scheiße. Olli Wurm hat am längsten Corona von Herzlichen allen, macht danach aber davon ein Album. Das macht er macht jetzt ein Magazin gerade, Corona und ich. Ach, Olli Wurm. Ach, gute Besserung. Ja, gute Besserung. Ach, gut. Ach.
zu Recht. Ich habe tatsächlich schon Tränen gelacht mit euch im Ohr. Also hört bitte niemals auf mit diesem sensationell unterhaltsamen Fußball-Podcast und herzlichen Glückwunsch. Das ist die einzige Nachricht, was noch mit mir geredet hat. Hallo aus dem schönsten Stadion weltweit. Liebe Grüße, heute hat der FC gewonnen. Ich wünsche euch alles Liebe zum fünfjährigen Bestehen. Ich hoffe auf weitere 20, 25, 30 Jahre. Vielen Dank für das ganze Unterhalten. Und ich hoffe, beim nächsten Mal sind wir gemeinsam hier in diesem Stadion. Jederzeit. Waren da noch andere? Tuba, Tecke, hallo, guck nicht. Mal. Wir teilen uns einen Sack. Aue! Seifert! Mit Klinsmann! Mit Klinsmann! Von MML. Ihr seid für mich unverzichtbar geworden, wenn ich einfach mal eine gute Stunde gar nichts zum Thema Fußball hören möchte. Sei es von Mike, dem größten Fan von Pauli, den ich kenne, sei es von Mickey, dem Vorsitzenden des Lucien Favre und Nico Schulz Fanclubs, oder sei es von Lukas Vogelsang, den der Herrgott davor bewahren möge, dass eines Tages Serge Gnabry und Leon Goretzka zu Hertha wechseln, Namen scheitert. Ja. Macht weiter so, wenn ich noch einen Wunsch äußern darf. Rede zukünftig ein bisschen mehr über Hertha BSC. Nein. Das ist Nein. in den vergangenen Wochen ein bisschen gemeinsames Nur nach Hause. Nur nach Hause. Ach toll. Ach Mike. Nein. 15 MML. 5 MML. Das ist verrückt. 5 Jahre Fußball MML. Komplett irre. Miki, Mike und Lukas. Ich bin seit anderthalb Jahren dabei, aber ich finde es unfassbar. Ich werde die nächsten 5 Jahre dabei bleiben. Toll, ich bin wirklich echt gerührt. Ich bin auch wirklich gerührt. Sehr gut. Zum 5-Jährigen. Ich habe so eine Gänsehaut, ey. Höre ich mir das jetzt schon an. 5 Jahre voller beeindruckender Prognosen. Wirklich gut recherchierten Hintergrundgeschichten und Informationen und am Rande teilweise auch sogar fachkundig, was Fußball angeht. Ja, ja. So alles Lukas, aber. Aber im Kern vor allen Dingen immer witzig und unterhaltsam. Und das ist der Grund, warum ich mir das jede Woche anhöre. Und ich freue mich, wenn ihr die nächsten 5 bis 10 Jahre genauso weitermacht. Ach, we love you, Olli. Freue mich auch, wenn wir uns bald mal wiedersehen. Bis bald, euer Olli. Mein lieber Mike, mein lieber Lukas. Mit diesem Scheiß, mit dem Union, Hoodie. Der Wichser. Das ganze Team. Hallo und herzlichen Glückwunsch zu 5 Jahren Fußball MML. Ey, Lotto King Karl, Alter. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. ich wünsche euch auf jeden Fall einen fantastischen Geburtstag und auf weitere 5. Grüße aus Pankow. Das ist dieser Hoodie. Alter, schön gefeiert. Wusstest du, dass Donny eine WG hatte mit Daniel Boschmann zusammen? Oh, guck mal. Alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, ihr feiert den Tag und die Folge. Jeden Fall. Angemessen. Ich freue mich über das Format. Ich freue mich über euch. Ich freue mich, dass wir befreundet sind. Ich bin jedes Mal froh, wenn wir uns sehen und wenn wir sprechen. Und bin über jeden Ratschlag und jede Kritik von euch froh. Nils Stratmann, der belegt, dass bei RB Leipzig doch auch Menschen teilweise ja. involviert sind. Und der vor allen Dingen 2 5-Jährige hat, die er, um die er sich kümmern muss. Sein Sohn und uns, ey. Bis bald. Geil, Nils. Ah, Domi. Mike, Mickey, alles Liebe zum Geburtstag. Was ist das? Das Weltrechtliche Feier. 5 Jahre. Hier füllt. Mehr Tag, mehr 3 Packungen. Miracoli. Mit dicken Bohnen, mit dem Eimer Mayonnaise. Ich hör auf. Also eine Kalmund-Parodie, ernsthaft, ja. Finde ich richtig scheiße. In einem Fußball-Podcast. Ich mache gerade das, was alle Leute machen, die irgendwie versuchen, Leute zu imitieren. Ich mache einfach Micky Beisenherz nach, wie er Leute imitiert. Was ich eigentlich sagen will, ist, alles Liebe zum Geburtstag. Mach bitte weiter so. Ich bin ein Riesenfan. Hör jeden Podcast immer. Wenn er direkt rauskommt, das mache ich sonst bei, glaube ich, keinem Podcast. Aber ja, wann soll er denn sonst hören, bevor er rauskommt, oder was? bleibt so oft falsch liegend. Ja, das ist halt so lustig, weil genau so sind Fans. Ich finde, euch zu hören ist immer so, als würde man irgendwo in Bochum an der Theke stehen nach dem Spiel, nach irgendeinem 0-0 gegen Jan Regensburg. Und würde einen Becher abbekommen, ey. Über Fußball reden. Ihr seid absolut reale Fans, ihr seid Fan von einem Verein, der nie etwas gewinnt, zusätzlich neben Dortmund auch noch von St. Pauli. was soll ich sagen? Macht bitte weiter so. Er ist ein Profi. Er ist Wahnsinn, ne? Ach, seid gut. Gott, ich toll, kann ja. ganz toll. Ja. Boah, ich hab so Gänsehaut. Ja, ich bin wirklich kurz davor, einfach hier in mein Mikrofon zu weinen. Hätte ich nicht vor Jahren meine Seele bereits zum Teufel verkauft, ich wäre jetzt einfach zutiefst gerührt. Was ich aber wirklich merke, und das wird mir wieder bewusst an dieser Stelle, wenn man das sieht,
dass man sowas echt nicht einfach nur, und das gilt natürlich auch zuvor, ja, dass man mich selbst nicht sowas einfach nur so hinklatschen und hinrotzen kann, weil es gibt tatsächlich da draußen sehr viele Menschen, die das jede Woche hören und sich daran erfreuen. Ja. Und sowas erinnert einen immer daran, dass man das wirklich gemeinsam mit Menschen macht, die Spaß daran haben. Und das muss man, glaube ich, dann auch echt als in Anführungsstrichen Verpflichtung begreifen, das nicht so schleifen zu lassen. Ja, wir haben einfach auch diese ganze Veranstaltung, die geht ja jetzt auch schon 3,5 Stunden nur gemacht, um dich mal wieder einzunorden. Ja, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Ich bin wirklich, ich habe mit nichts davon gerechnet und ich muss mich davon jetzt erstmal holen. Ich muss mich jetzt eigentlich in so eine dunkle Ecke setzen und was mal kurz diese 5 Jahre Revue passieren lassen. Ja. Ganz, ganz toll, aber du siehst eben auch, ne, diese MML-Familie, das ist keine hohle Phrase, da steckt richtig was dahinter. Ja. Vielen Dank an alle. Ja, würde ich nicht heute noch meine 6-jährige Tochter von der Vorschule abholen, die Lobpreisungen würden kein Ende nehmen. Ja. Um es mit meinem Freund Thies Ullmann zu sagen, würde es gehen, würde ich euch umarmen. Das hier ist Fußball, das hier sind Dramen. Und ich möchte an dieser Stelle noch sagen, danke Mike, dass du 2016, 2017 auf diese Idee gekommen bist, mit uns beiden Idioten einen Fußball-Podcast zu machen. Danke, dass ihr Ja gesagt habt. Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachers den Fluss hinauf. War so klar, dass du wieder einen draufsetzen musstest, oder? Mann. Oh Gott, okay, ich gehe jetzt. Darauf ein Filetto Rinti.